Willkommen bei einer weiteren Folge von CAP mit Andreas Lust als unserem Gast. Der österreichische Film- und Theaterschauspieler ist gerade in den Serien Die Ibiza-Affäre und Der Pass zu sehen. Nicola ist heute unser Kapitän und spricht mit Andreas Lust über die Dreharbeiten auf Ibiza, das Eintauchen in die Rolle des HC Strache und wie man als Mensch jeden Tag aktiv politische Entscheidungen treffen kann. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, das waren jetzt intensive Wochen für dich. Du warst ja gerade noch in Wien und in München bei der Premiere der von Sky produzierten Serie Ibiza-Affäre. Da spielst du den Heinz Christian Strache, den ehemaligen Vizekanzler von Österreich und damals Bundesparteiobmann der FPÖ, der in eine Videofalle getappt ist. Eine Rolle, die medial viel Aufmerksamkeit erregt hat, oder? Wie war es für dich, being HC Strache? Also, das hat mir als großen Spaß gemacht. Und es war sehr kurios. Und ich war im ersten Moment so, möchte nicht sagen schockiert, aber doch ein bisschen überrascht, dass man auf die Idee gekommen ist. Und das hat aber dann sehr gut funktioniert, wie ich meine. Also richtig tolle Maske und wir haben das natürlich ausprobiert. Ich habe da ein paar Reden vom HCG vorbereitet gehabt oder haben wir ausprobiert, wie das energetisch irgendwie rüberkommt und so. Und also ich habe großen Spaß gehabt dran, mich da reinzuarbeiten und dem nachzuspüren. Und wie hast du ihn studiert? Wie hast du dich vorbereitet? Naja, ich habe mir natürlich alles reingezogen, was so an offiziellen oder halboffiziellen Auftritten gibt. Habe mir den Lebenslauf angeschaut und habe ihn halt so beobachtet. Habe ihn medial beobachtet, wie er sich so gibt, wie er sich verhält, wie er spricht, wie er sich bewegt und so. Und was ist der HC Strache für so einen Typ Mensch oder für eine Art von Politiker für dich? Für eine Art von Politiker, das ist schwierig. Ich halte ihn als Menschen für sehr authentisch. Ja. Das kommt mir auch so vor, weil wenn man das beobachtet, kann der ja stundenlang auf so einem Parteitag sprechen über das Programm. Und das kann man, glaube ich, so wie er das macht, auch nur, wenn man wirklich dran glaubt, an das, was man sagt und wenn das Gesagte auch die eigene Idee ist. Also ich halte ihn für sehr authentisch auf jeden Fall, im Gegensatz zu vielen anderen, die halt ihren Zettel haben und da ein Programm unterbringen müssen oder immer wieder mal schauen, was sind die Punkte, die sie noch einbringen müssen. Der kann da wirklich stundenlang frei reden. Abgesehen davon, dass ich ihn für authentisch halte, also ob ich jetzt mit dem Programm irgendwas anfangen kann oder nicht, finde ich, ist er zur Selbstironie fähig. Also er kann selbstironisch sein, das hat er ja schon öfter bewiesen, indem er sich Formaten ausgesetzt hat, in denen er davon ausgehen muss, dass die jetzt nicht unbedingt auf seiner Seite stehen oder sein Programm unterstützen wollen. Und das gibt er sich aber. Da ist er dafür zu haben. Und in gewisser Weise halte ich ihn auch privat, das ist jetzt spekuliert, aber ich halte ihn halt auch für jemanden, der Schmäh führen kann, also in dem Sinne. Auf jeden Fall ist er... kann ich das irgendwie nachvollziehen. Also es ist mir so ein Teil an ihm nicht fremd. Also wenn er für Willkommen Österreich interviewt wird? Ja, oder wenn er beim Kaiser da in der Sendung auftaucht oder so, da hat er genügend Selbstironie. Ne? Da gibt es steifere Politiker. Ja? Also, er ist auf jeden Fall nicht steif. Er hat auch in seiner Körperlichkeit so ein bisschen den Heinz Konrads drin oder den Peter Alexander. So ein Kaffeehausschlurf, möchte ich sagen.
Ja, jetzt wo du sagst, kommt mir das auch so vor, das stimmt. Peter Alexander, kann ich mir das auch gut vorstellen auf der Bühne. Also immer so die Hand in der Tasche und ja, er konferiert, er ist wie so ein Conferencier. Wenn du das so sagst, du Kaffeehausschlurf, das ist ja so ein Begriff, irgendwie schon so aus den, aus dem Wien, das es vielleicht heute gar nicht mehr gibt. Ihr seid ja ungefähr zur selben Zeit in Wien aufgewachsen. Ja. Was war das für ein Wien? Was habt ihr damals erlebt? Wie war das damals? Oder was war damals cool als Jugendlicher? Also da gibt es natürlich über die Zeit und über das Zeitstadtbild gibt es natürlich Gemeinsamkeiten. Also man ist in einem ähnlichen Wien aufgewachsen und da gab es Gruppierungen unterschiedlichster Natur, aber es gibt auch sowas wie ein allgemeines Stadtzeitbild, in dem man halt aufgewachsen ist und wo es ein ähnliches Gefühl für was findet man leiwand und wie schaut es aus, wie hat man zu sein oder so, ja, wo sich das ein bisschen überschneidet natürlich und wo man in einem ähnlichen Gefüge aufwächst. In einigen Interviews hast du ja auch erwähnt, dass ihr ähnliche, dass ihr ähnlich aufgewachsen seid, familiär. Naja, ähnlich Familie, es bezieht sich halt auf die alleinerziehende Mutter. Die möchte ich eigentlich nicht strapazieren, aber die hat natürlich schon was zur Folge, nämlich Ziehväter. Es tauchen dann im Aufwachsen des Kindes, tauchen dann immer wieder Ziehväter auf, die es zum Teil in ihrer eigenen Familie verbockt haben oder mit den eigenen Kindern verbockt haben und die sich. Also der junge Mann, der da auf der Suche ist, natürlich nach männlichen Vorbildern, trifft auf Männer, die in irgendeiner Weise was gut zu machen haben oder die da auch ein Manko haben. Die beiden ziehen sich in irgendeiner Weise an. Also ich habe in meinem Leben auch viele Mentoren gehabt, die halt aus einer anderen Richtung kommen, als der HC sie hatte, aber diese Figur der Ziehvater oder die Mentoren, die da im Leben auftauchen, das ist speziell, wenn man so familiär aufgewachsen ist. Ja, das prickt natürlich. Ja, seine Ziehväter kommen halt aus einem rechten Eck, würde ich meinen. Und meine kommen halt eher aus der Kunst und waren eher linksorientiert. Und das hat natürlich zu anderen Ergebnissen geführt, aber ich kann mir das schon vorstellen, wie das so sich entwickelt hat, auch beim HC. Das heißt, das Eintauchen in die Figur, in so eine lebende Figur. Versucht man ja immer so etwas von sich selber zu finden und zu empfinden, ne? Naja, klar, du musst es ja empathisch nachvollziehen können. Ich gehe ja nicht hin und spiele da Papier oder irgendeine Pappfigur, sondern ich versuche die natürlich emotional zu begreifen. Und du hast auch mal erwähnt, die optische Ähnlichkeit mit noch einem anderen Schauspieler ist. Ja, wir sind drauf gekommen, dass wir beide eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Charlie Sheen haben. Und auch diese Heinz Konrads Körperlichkeit ist für mich nachvollziehbar. Was ist das für eine Ähnlichkeit, eine Der optische Kaffeehausschlurf, Ähnlichkeit? der Schmähführer im Kaffeehaus, der als leibende Figur konnotiert ist. Das heißt, der Charlie Sheen ist so der Kaffeehausschlurf, der amerikanische. Ist unser beider Vorbild. Amerika gibt es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, doch was typisch Wienerisches. Auch kein Kaffeehaus in Amerika. Ich wundere mich ja, ich lebe ja die meiste Zeit in Berlin, Berlin-Mitte. Und da schießen ja wie die Schwammerlungen schießen da diese neuen Kaffeeröstereien aus dem Boden, ja, The Barn und wie auch immer die alle heißen. Und das ist ein Kaffee, das kannst du nicht saufen. Das ist ganz sauer, furchtbar, aber es steht extravagant oder besonders drauf und so. Und da gibt es einen großen Zuspruch und ich frage mich aber immer, warum? Obwohl er so teuer ist und obwohl man den Kaffee ausgetrunken hat, wartet schon der Kellner, bis man endlich geht, damit der nächste Kunde kommt. In Wien ist es ja ganz anders, ne? Bei den Kellnern.
da darf man ja so lang bleiben, wie man will, und man kriegt immer ein Glas Wasser serviert. Dafür sind die Kellner ein bisschen unfreundlich. Vielleicht ändert sich oder hat sich das jetzt geändert, aber mein Highlight war ja mal, ein Kellner war wahnsinnig unfreundlich. Ich wollte ein Frühstück bestellen, es war aber schon irgendwie 11.30 Uhr. Ich habe keins gekriegt. Wien, welches Kaffeehaus? Das war das Café Ritter. Und ich wollte, ein Croissant mit einem Kaffee, ich wollte aber ein Frühstück bestellen und habe keins bekommen. Der neben mir hat dann ein Semmel mit Buttermarmelade bestellt und am Kaffee und hat das gekriegt. Und ich sage so, wieso kriegt der jetzt das und ich kriege kein Frühstück? Naja, der hat kein Frühstück bestellt. Er hat Butter mit Marmelade und er hat ein Semmel mit Butter und Marmelade bestellt und einen Kaffee, das geht. Ne? Und derselbe ist dann, ich bin dann auf die Toilette gegangen und habe ihn noch, dann stand er vor mir mit den Hosen halb runtergezogen, hinter so halb zugezogenem Vorhang, wo so die Bierkisten gestanden sind, und hat sich dann nach seiner Schicht umgezogen und ich habe ihn dabei dann quasi erwischt. Und ja, der hat wahrscheinlich schon ein paar Intus gehabt an dem Tag. Es war das Ende einer langen Schicht. Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe sehr gelacht. Bin etwas erschrocken, aber ja. Das gehört auch zu Wien dazu. Ja. Die unfreundlichen Kellner. Ja, die Überraschung. Also, die Überraschung. Man muss sich immer auf den Moment einlassen. Es ist sehr, sehr spontan. So. Wie kommen wir vom Kaffeehaus wieder nach Ibiza? Ihr habt ja für diese Serie auch auf Ibiza in dieser Finca gedreht, genau wo das damals stattgefunden hat, diese Videofalle, wo die dort aufgebaut wurde. Hat das geholfen beim Spiel, dieses Setting? Ja, natürlich. Es ist ja das Original-Setting. Also, es gibt ja eine eigene Atmosphäre in dem Ding. Und das hat natürlich geholfen. Also geholfen haben also der ganze Rahmen. Kollegen, die ihre Figuren wunderbar gespielt haben, wie der Julian Lohmann, der den Gutenos und alle, die da waren, der Niki Ovčarek, diese vermeintliche russische Oligarchin, die für uns auch ein großes Geheimnis war, die über lange Umwege, ich möchte es jetzt nicht genau beschreiben, aber dann wirklich erst am Drehtag erschienen ist und eine Erscheinung war. Und dann diese Villa, dieser kleine Raum, und das ist ja wie ein Museum, das ist ja ein Stück Österreich in Spanien. Der hat das ja alles stehen lassen, so wie es da gestanden hat. Also gut, die Aschenbecher sind ausgeleert und die Gläser sind weggeräumt, aber ansonsten hat der ja nichts verändert. Der ist auch sehr redselig und betreibt es wie ein Museum. Der führt die Leute da herum und das hilft natürlich. Du bekommst ein besseres Gespür dafür und bist da wirklich drin. Ihr habt doch wieder alle großartig gespielt in der Serie, die ja nicht nur auf Ibiza spielt, ja, es ist das ganze Drumherum ja auch ganz wichtig, aber die Szenen in der Finca, die wirken genauso wie das Video. Was war, welche Absicht stand da dahinter? Naja, wir haben die allseits bekannten Momente aus dem Ibiza-Video natürlich minutiös nachgestellt. Wir haben das choreografisch mit einem Coach, in dem Fall die Susi Stach, die uns da großartig angeleitet hat und die das überprüft hat und mit uns da sehr lange Zeit dran gearbeitet hat, haben wir das minutiös nachgestellt. Einfach dann Handbewegung, Abaschen, jetzt Satz und so, bevor wir das dann mit Leben gefüllt haben. Und warum wurde das so ganz genau gemacht? Naja, das kennt jeder. Das hat ja Kultstatus, dieses Video. Da gibt es ja Leute, die können das nachsprechen. Und das wäre natürlich Quatsch gewesen, wenn das nicht stimmt. Also das, was alle Leute kennen, das muss natürlich auf den Millimeter genau stimmen. Das war der Anspruch natürlich. Es geht in diesen aufgezeichneten Gesprächen ja auch um Beeinflussung der Berichterstattung, also indirekte Beeinflussung der Berichterstattung. Jetzt wurden ja diese Chatprotokolle diverser Politiker teilweise veröffentlicht. Und da geht es ja genau darum. Ja, ihr seid ja mit der Premiere wirklich on time gelegen. Es hätte gar nicht besser sein können. Also die Vorarbeit, die von der Politik geleistet wurde, ist ideal. Also die haben den Boden bereitet und das ist genau im richtigen Moment rausgekommen, würde ich sagen. Es war quasi so der Auftakt, der da nochmal
präsentiert wurde. Und man hat ja vor Augen gehabt, alles, was danach so sukzessive rausgekommen ist. Also wir sind quasi so die kleine Taschenlampe, die da in diesen, jetzt ruft der HCR an, aber den rufe ich dann später zu. Okay. Wir sind quasi, diese Ibiza-Geschichte ist ja der Auftakt von all den weiteren Entwicklungen, die es da jetzt noch gibt mit den Chat-Protokollen und so. Und es ist insofern sehr wichtig, natürlich, weil es spürbarer wird, wie so eine Mauschelei oder so eine Hinterzimmerverabredung, wie sowas stattfindet. Das ist ja greifbarer und wirksamer, wenn du dann ein Bild davon hast, wie die Leute agieren, wie sie sich verhalten, wie sie sprechen. Das ist ja was anderes, als wenn du irgend so ein langweiliges Transkript von einer Hinterzimmerbesprechung hast, als wenn du die Leute wirklich agieren siehst. Mhm. Nämlich auch dann in weiterer Folge diese Chat-Protokolle in ihrer Kürze transportieren die diese Arroganz und Kälte, mit der das stattfindet. Es ist interessant, weil das hat es ja immer schon gegeben, aber es wird besser spürbar. Es ist besser spürbar und es entsteht es dringt noch mehr ins Bewusstsein ein, dass Politik so stattfindet, also dass Politik sich so zum Selbstzweck entwickelt hat, wo es nur mehr darum geht, Freunde zu bearbeiten und die eigenen Pfründe zu sichern und wiedergewählt zu werden, egal um welchen Preis. Und dass es da nur mehr wenig Programm gibt, sondern dass die Politik halt so zum Selbstzweck verkommen ist. Also nur noch die eigene Legislaturperiode andenken und die nächsten 5 Jahre und dann nicht mehr, oder auch nicht mehr an das große Ganze denken. Ne? Also die Frage ist natürlich, ob sich jetzt was bessert und ob sich was verändert. Es muss sich ja was verändern. Ne? Aber unsere Kinder wachsen ja in einer ganz anderen Zeit heute auf. Als ich halte das für eine große Chance. Ich halte das für eine wirklich große Chance, wenn das noch stärker im Bewusstsein ist, eben durch diese Vorfälle oder durch das, was da jetzt passiert. Dass die Leute mehr noch merken, in der Politik sind keine raschen Meter zu machen. Politik ist was sehr Behäbiges, was Schwerfälliges. Die Politik ist sehr von der Wirtschaft abhängig und die Wirtschaft diktiert eigentlich die Politik, oder die Politik, wie man so sieht, verkommt zum Selbstzweck. Und die Alternative dazu ist, sich als politischen Menschen zu begreifen. Also der aktiv politische Entscheidungen trifft, nämlich jeden Tag, überall, egal, also beim Einkaufen und wo er sein Geld anlegt, was er kauft, was er nicht kauft, was er quasi unterstützt und was er nicht unterstützt. Also da hat man viel mehr Möglichkeit, tatsächlich was zu bewirken und schneller zu bewirken als in Wahlen, im Wählen einer politischen Partei. Ich glaube, es wird den Leuten auch immer bewusster, nicht nur durch diese Fridays for Future-Bewegung, dass man mit eigenen Entscheidungen was machen kann. Der hehre Politiker, den gibt es gar nicht mehr. Daran hat sowieso schon niemand mehr geglaubt. Es wird aber jetzt noch stärker spürbar. Das gibt es nicht mehr. Es zerbröselt gerade die Politikerkaste an sich. Überall, nämlich von allen Seiten. Das ist ja wirklich, da passiert wirklich Umwälzung oder passiert irgendwas Großes, also ob das jetzt in Tirol ist und ob das jetzt irgendein Skilift oder irgendwas betrifft, bis hin zu diesen Chat-Protokollen ist da einiges im Gange, dass die Menschen halt nicht mehr wirklich an Politik glauben, also dass die Politik irgendwas, irgendeinen sozialen Anspruch hat oder irgendwas. Du sagst, mit dem Niki Ovčarek bist du ja schon jetzt öfter vor der Kamera gestanden, auch für eine weitere Serie? Ja, es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir jetzt eigentlich schon die dritte Produktion miteinander machen. Also nach diesem Wald, der Totenwald, nach diesem ZDF-Dreiteiler, haben wir auch die zweite Staffel von Der Pass gemacht und jetzt dann halt dieses Ibiza. Worum geht es im Pass? Also da gab es ja schon eine erste Staffel. Naja, es basiert, glaube ich, auf einer Serie, Die Brücke,
Also wo halt im Grenzgebiet oder genau an der Grenze ein Mord stattfindet. Und jetzt sind aber zwei Länder daran beteiligt, weil es genau am Grenzpunkt stattfindet. Und im Fall, das hat man adaptiert, und im Fall von Österreich und Deutschland ist es halt der Pass. Es ist in den Alpen und es ist an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Und jetzt sind sowohl die Deutschen als auch die Österreicher daran beteiligt. Und das führt natürlich dann zu, aufgrund der Wesensverschiedenheit, führt es dann natürlich zu Spannungen oder zu lustigen Missverständnissen oder solchen Dingen. Und man ermittelt halt gemeinsam. Und du bist der Kommissar. Ich bin jetzt in der zweiten Staffel, habe ich die Position des Leiters der Sonderkommission übernommen. Das war in der ersten Staffel war das noch auf deutscher Seite. Es gab da einen deutschen Leiter, und in der zweiten Staffel gibt es einen österreichischen Leiter, weil wahrscheinlich der Kopf in Österreich gelegen hat. Mit Wiener Schmäh oder Tiroler oder nein, Salzburger Schmäh. Ja, es ist, ich glaube, also in meinem Fall, da steckt gar nicht so viel Wiener Schmäh drinnen, sondern es ist ein sehr strenger, würde ich sagen. Es ist ein sehr strenger Leiter, der so seine eigenen Probleme im Hintergrund hat. Und es ist nicht der allerlustigste Charakter, den ich gespielt habe. Und was kommt bei dir jetzt als nächstes? Was wirst du drehen? Also es gibt da zwei Projekte für Anfang nächsten Jahres, auf die ich mich sehr freue, nämlich der Hans Stein-Bichler wird einen Roman von Robert Seethaler verfilmen, nämlich Ein ganzes Leben. Großartiger Roman, freue ich mich sehr drauf. Und das andere ist ein Film, den die Camilla Guttner machen wird, der auch in München jetzt erstmal als Film geplant ist, aber dann vielleicht in weiterer Folge auch als Serie, weiß es noch nicht, der im Rahmen stattfindet einer Akademie der bildenden Künste, wo ich einen Professor für Malerei spielen werde, auf den ich mich sehr freue. Ein ganz sehr schräger Charakter. Da freuen wir uns darauf. Lieber Andreas, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Alles Gute für deine weiteren Drehs. Ja, danke schön. Das hat mich sehr gefreut. Also ich hoffe, wir machen das nochmal. Auf jeden Fall. Hören und sehen wir uns bald wieder in einem Podcast. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Baba. Thank you.